Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur zweiten Folge Shadows of Doubt. Ich hatte vor 2 Tagen, beziehungsweise wenn die Folge hier rauskommt, vor 3 Tagen schon mal eine erste Folge aufgenommen und auch für einen ganz kurzen Moment hochgeladen. Und das, obwohl ich mit der Folge so überhaupt nicht zufrieden war. Ich hatte die aufgenommen, als ich sehr müde war. Ich war mit meinem Kommentar nicht zufrieden und ich war auch mit dem Aufbau der Folge, mit der Strukturierung nicht zufrieden für so einen Start in ein neues Spiel. Deshalb habe ich sie kurz nach dem Upload wieder runtergenommen und gesagt, das, ihr Lieben, machen wir nochmal neu, wir starten nochmal neu ins Spiel rein. Ich hoffe einfach, dass alle, die diese erste Folge gesehen haben, auch nochmal mit einsteigen oder dann eben spätestens ab der 2. Folge hier wieder mit dabei sind. Und für alle anderen macht es zum Glück gar keinen Unterschied und wir starten einfach ganz frisch rein in dieses, wie ich finde, sowas von fantastische neue Early Access Spiel, das mich dermaßen in seinen Bann und in seine Spielwelt gezogen hat, wie lange nichts mehr und das auf jeden Fall zum Besten gehört, was ich in den letzten 10 Jahren gespielt habe, ihr Lieben. Und das ich einfach unbedingt mit euch zusammenspielen möchte. Ja, ihr Lieben, Shadows of Doubt, was ist es? Worum geht's? Also Early Access habe ich schon gesagt und es ist kein Survival-Spiel, sondern das hier ist eine immersive Detective Noir Sandbox, bei der wir als Privatermittler, als Privatdetektiv in einer prozedural generierten Stadt, in der wir uns komplett frei bewegen können, auf der Jagd sind nach einem prozedural generierten Serienmörder. Und das Ganze mit Spielmechaniken, einer Spielfreiheit und einer Spieltiefe, die, muss man einfach sagen, ihresgleichen sucht. Und in einer Spielwelt, die auch einfach fantastisch gemacht ist, unglaublich atmosphärisch, einfach, ja, die zieht einen einfach richtig in den Bann, sehr greifbar und einfach wahnsinnig immersiv und stimmig. Das Ganze hier, Lieben, spielt man aus der Ego-Perspektive und es ist ein, Achtung, Pixel-Art-Game. Ich hoffe, davon sind jetzt nicht schon zu viele abgeschreckt. Gebt ihm erstmal eine Chance, weil ich finde, es ist in seiner Pixel-Art-Grafik echt schön und absolut stilsicher. Und man hat auf jeden Fall das Gefühl, in so einer großen Stadt unterwegs zu sein. Ja, ihr Lieben, zur Spielwelt. Das Ganze ist eine alternative, dystopische Version der 80er Jahre und ansonsten kommt aber gleich noch ein kleines Intro. Zwar ohne Sprachausgabe, aber mit Text, das auch nochmal so ein wenig was zur Spielwelt erklärt. Am besten kann man doch sowieso alles vermitteln und die unglaubliche Faszination, die ich auf jeden Fall für dieses Spiel habe, wenn wir einfach reinzocken, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, dass ihr mit dabei seid. Und ich hoffe sehr auf eure Rückmeldung, euer Feedback zum Spiel. Würde mich einfach riesig freuen, eure Meinung dazu, was ihr davon haltet. So, ihr Lieben, wir starten rein in ein neues Spiel. Es gibt also einmal den Sandbox-Modus. Das ist auch wirklich der eigentliche Spielmodus, bei dem man eben frei dann in so einer zufällig erstellten Stadt, wobei man die auch hier zufällig erstellen kann, aber eben dann in diesem Sandbox-Modus loslegt. Und es gibt eben hier auch einen kleinen Fall als Einführung ins Spiel, wie es hier steht. Mit dem fangen wir an, weil das ist so das kleine Tutorial so ein bisschen. Man kriegt eben diesen einen speziellen Fall und hat auch einen etwas einfacheren Einstieg eben. Und so können wir das in Ruhe durchgehen. Und so kann ich hoffentlich dann einigermaßen gut vermitteln, was mich eben so begeistert. Und auch die Spielmechaniken schon mal einigermaßen gut rüberbringen, weil wir haben dann eben diesen einen Fall, den wir auch einigermaßen gut und komplett bearbeiten können, gucken können, wie das funktioniert mit den Lösungen und so, dass wir einmal so einen Fall auch, dass man so einen Fall einmal komplett gesehen hat, sozusagen als Einstieg ins Spiel, um vernünftig reinzukommen. Ich denke, da haben wir eine ganz gute Struktur. Also im Dunkel der Nacht geht los. Wir erstellen uns trotzdem natürlich eine neue Stadt und die, unsere Stadt wird sehr groß und unsere Stadt wird heißen, Moment, ich muss mal kurz ums Mikrofon rumgucken. Old Bourbon District. So, das ist unsere Stadt, der Old Bourbon District. Da geht's los, das hört sich gut an. Wir haben eine Stadt sehr groß. Wir machen uns noch einen zufälligen Seed. Einen mit möglichst viel Zahlen. Wie gesagt, der Seed beginnt ab hier vorne, ab dem Punkt. Das davor ist nur der Name und die Versionsnummer. Ab dem Punkt beginnt unser Seed. Für alle, die vielleicht in derselben Stadt unterwegs sein möchten, wie wir hier im Let's Play. Und einen eigenen Mörder kriegt er, glaube ich, dann trotzdem, weil das wird immer prozedural generiert. Das ist dann einfach nur, die Stadt sieht eben genau gleich aus. So, 2, 4, 7, da sind schon einigermaßen viele Zahlen dabei. Das nehmen wir jetzt. Ihr Lieben, wenn wir jetzt eine neue Stadt erstellen, gerade bei einer sehr großen Stadt, sind die Ladezeiten beim allerersten Mal, wenn die Stadt erstellt wird, sehr, sehr lang. Also ich würde mal sagen, locker 5 Minuten. Das heißt, diese Ladezeit schneide ich jetzt mal raus und wir sehen uns dann gleich, wenn diese kleine Intro-Sequenz losgeht. Und starten dann frisch rein ins Spiel. Ihr Lieben, also dann bis gleich zum
Intro, sage ich mal. Ah, da sind wir schon wieder, Leute. Ich habe nämlich noch was vergessen. Nachdem wir unsere Stadt erstellt haben, müssen wir jetzt auch noch unseren Privatdetektiv erstellen. Hank Newton klingt eigentlich auch schon wieder ganz gut. Ich glaube, den Namen lassen wir sogar. Können uns noch einstellen hier, Schwierigkeitsgrad. Und dann geht's los mit der Stadterstellung, ihr Lieben. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder zum Intro. So, jetzt haben wir es aber. Wieder aufgewacht. Oh, so kalt. Oh, Nachttischlampe anschalten, okay. Oh, ich kann einfach nicht mehr, kann mich einfach nicht daran gewöhnen, ohne zu schlafen. Ohne Omas selbstgestrickte Wollsocken. Hat keinen Sinn hier, nur rumzuliegen. Ich sollte aufstehen. Oh. So, ihr Lieben, da sind wir angekommen im Tutorial in unserem Apartment. Und wir gehen das jetzt ganz in Ruhe und der Reihe nach durch. Also wir sind erstmal aufgewacht mitten in der Nacht, können anscheinend nicht mehr schlafen, weil wir Omas Wollsocken verlegt haben. Und jetzt sollen wir uns erstmal unsere eigenen Wohnung umschauen. Guck mal, liegt schon ein bisschen Geld rum. Das nehmen wir gleich schon mal mit. Ist ja mit Sicherheit unseres, wenn es hier in unserer eigenen Wohnung liegt. So, Licht aus. Und dann sollen wir erstmal losgehen. Jetzt kommt da oben schon ein Tipp. Mit Geld kannst du Gegenstände kaufen. Ich habe also wirklich das ganze Tutorial komplett drin gelassen, dass wir erstmal so einen kleinen Einstieg ins Spiel haben, ihr Lieben. Und ich muss mal sagen, als ich das erste Mal gespielt habe, genau das hier, das Tutorial war Bestandteil der Demo, die man letzten Monat zocken konnte, war ich allein schon nach diesen ersten 2 Minuten, nach diesem kurzen Einstieg, schon völlig fasziniert und gepackt von diesem Spiel. So, Lieben, schauen wir uns in Ruhe in unserer Wohnung um. Wir haben ein schickes Bad, jedenfalls noch einmal eine schöne Wohnung. Da geht es nach draußen, abgeschlossen. Kommen also noch nicht raus aus unserer eigenen Wohnung, müssen erst den Schlüssel finden. Das ist, glaube ich, das Licht für den Flur, würde ich sagen. Ja. Und was haben wir da noch? Soll ich ihn anschalten? Schalte den Lichtschalter in der Küche ein. Wo geht's denn in die Küche? Ich kenne mich in meiner eigenen Wohnung nicht aus. Hinten um die Ecke rum muss es irgendwo in die Küche gehen. Zum Glück haben wir eine Taschenlampe dabei. Ach, guck mal, ganz hier hinten haben wir noch eine Küchennische. Oder sogar eine richtige. Wir haben sogar eine richtige Küche. Guck ich das an. So, Küchenlicht an und... Im Wohnzimmer sollen wir auch Licht anmachen. Was liegt denn da rum? Eine Büroklammer. In Reichweite werden mögliche Interaktionen im unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Was ist das denn? Telefon? Telefon! Kriegen Anruf. Guck doch mal hier raus, Leute. Mich hat's so in den Bann gezogen. Okay, gehen wir in Ruhe das Tutorial durch. Jemand ruft uns an. Hallo? Ja? Hallo? Wer ist da? Soll das ein obszöner Anruf sein? Es hört sich fast ein bisschen danach an. Geh aber schnell. So. Durchsuche das Apartment nach Hinweisen. Siehe da. Da hat uns jemand ein Zettelchen unter der Tür durchgesteckt. Wenn du einen Gegenstand untersuchst, wird das zugehörige Beweismittelfenster angezeigt. Du kannst ihn mit Hilfe der Stecknadel oben an deiner Falltafel anheften, um später darauf zuzugreifen.
Angriffige Gegenstände werden als Symbol angezeigt, die du auf der Tafel verschieben kannst, indem du ihre Stecknadel ziehst. Du kannst diese Gegenstände nach Belieben positionieren und sie auswählen, um das zugehörige Beweismittelfenster aufzurufen. So, Fakten oder Verbindungen werden als Faden angezeigt. Fahre mit der Maus darüber, um weitere Informationen zu erhalten. Also, ne, für die Ermittlung schon mal, wie das hier funktioniert. Du kannst mit Hilfe von F jederzeit eine Pause einlegen, um in deine Falltafel zu schauen. Okay, wir haben also anscheinend einen Auftrag. Wir sind ja Privatdetektiv und jemand hat uns wahrscheinlich angerufen, um uns von der Wohnungstür wegzulocken, würde ich jetzt mal vermuten, um dann sicher diesen Zettel oder die Tür durchstopfen zu können. Finde Julia Riley. Oder Riley? Riley. Finde Julia Riley. Alles klar. Haben wir. So, ihr Lieben, so fängt's an. Wir sollen also eine Person ausfindig machen. Okay, Julia Riley, noch nie gehört. Wenn das ein Job ist, ist das eine lausige Art, Geschäfte zu machen. Aber naja, immerhin, jemand scheint uns anheuern zu wollen. Also, im Spiel gibt es ein sogenanntes Stadtverzeichnis. Das ist wie ein Telefonbuch, nur halt ohne Telefonnummer, sondern also für ein Adressenverzeichnis. Und sobald man einen Namen hat, kann man gucken, ob man an die Adresse kommt. So, wir sollen hier unter R gucken. J. Riley suchen wir. E. Sind wir schon dran vorbei? Ja. Da ist sie. J. Riley. Und so kommen wir an ihre Adresse. Sehr schön. Was auch immer es ist, ich gehe besser vorbereitet. Ja, das sollten wir tun. Wir gucken nochmal durch unsere Sachen hier. Was haben wir hier? Hank, ich habe das Passwort auf 1234 zurückgesetzt. Pass auf dich auf. Sam. Vielen Dank, Sam. Gut, also, was sollen wir als nächstes machen? Finde alte Detektivausrüstung. Machen wir. Oh, die ist weggeschlossen. Den Schlüssel zu meinen alten Polizeisachen ist beim letzten Umzug verloren gegangen. Aber ich könnte das Schloss knacken. Hier muss es doch etwas geben, das ich gebrauchen kann. Ja, mit Haarnadeln und Büroklammern und so weiter können wir uns Dietriche machen. Wir gucken mal durch unsere Wohnung, ob wir vielleicht irgendwo noch ein paar rumfliegen haben. Jetzt haben wir hier eine Schiene, auch nicht schlecht. Lassen wir aber erstmal liegen. Nee, da fliegt nichts rum. Gucken wir mal in unseren Safe. Einen Codeknacker haben wir hier drin. Und. Aha, und ein paar Infos. Sam Umeki. Okay, ich glaube, das sind aber nur so ein paar einfache Story-Sachen hier oder auch eben Hintergrund zu Lore. Und ein Codeknacker, mit dem können wir Computer knacken, wenn wir den Code nicht haben. Was haben wir hier drüben noch stehen? Ein paar Medikamente und noch ein Verband. Western District Special Police Service Commendation. Auszeichnung an Hank Newton für herausragende Ermittlungsarbeit, gute Aufklärungsrate und Pflichtbewusstsein während der Arbeit in der Mordkommission des 179. Unterdistrikts. Ja, wir waren vorher auch Polizist, bevor wir zum Privatdetektiv geworden sind. Letzter Mitteilung sofort öffnen. Okay. Wir brauchen jetzt aber erstmal irgendwie. Hier wird auch schon was angezeigt. Was liegt denn da noch unten drin? Eine Haarnadel schon mal. Halte Ausschau nach Büroklammern und Haarnadeln. Diese können zum Knacken von Schlössern verwendet werden. Jedes Schloss ist unterschiedlich stark. Wenn du den Vorgang beginnst, indem du mit dem Türgriff auf Schloss oder Schloss interagierst, zeigen dir die angezeigten Balken, wie viele Versuche du benötigst, um das Schloss zu knacken. Du kannst Dietriche auch dazu verwenden, Sicherheitssysteme zu sabotieren. Oh, sehr gut, das wusste ich nicht mal. Sehr schön, auch nochmal was Neues gelernt im Tutorial. Dafür ist es da. Okay, haben wir hier vielleicht noch irgendwo was rumfliegen? Oder reicht, wir haben schon genug gesammelt anscheinend an Haarnadeln und Dietrichen. Wir können jetzt unseren Tresor, unsere kleine Kiste da öffnen. Mit unseren alten Polizeisachen. Dann machen wir das mal. So, das läuft auch automatisch ab, wie man sieht. Also man muss nichts machen. Es geht halt nur darum, dass man genug Dietriche dabei hat. Und dann nehmen wir mit unsere Handschellen. Auf dein Inventar zugreifen, verwende X. Es öffnet sich ein Menü, das dein aktuelles Inventar und deinen Status anzeigt. Die oberste Gruppe von Gegenständen nimmt keinen Platz im Inventar ein. Diese sind deine wichtigsten Handwerkszeuge. Im unteren Abschnitt befinden sich Plätze, in denen du andere Weltgegenstände aufbewahren kannst. Okay, wenn du einen Gegenstand ausgewählt hast, kannst du die aufgenommenen Gegenstände auf Fingerabdrücke scannen oder ablegen.
Hotkeys für Inventarplätze kannst du schnell erstellen, indem du über sie fährst und alle und die über sie fährst und die gewünschte Taste drückst. Meine Güte. Im Inventarbildschirm kannst du dich auch über aktuelle Statuseffekte informieren und wie du sie loswirst. Alles klar. So, Leute. Ich würde sagen, wir sind soweit ausgerüstet und gehen dann mal raus und schauen mal, wen wir finden können. So. Sorgen wir noch ein bisschen für Ordnung. Ihr Lieben, kommen wir noch ein bisschen zu der Spielwelt hier. So müsst ihr euch vorstellen, jetzt wirklich, wir können uns in dieser Stadt halt komplett frei bewegen. Und jeder Bürger, der hier ist, ist voll simuliert, also mit Tagesablauf, mit Arbeitszeiten, mit Beruf, Arbeitsplatz, Freizeitgestaltung sozusagen, was sie in ihrer Freizeit machen, wo sie hingehen, wo sie sich aufhalten. Und ihr müsst euch vorstellen, tatsächlich jede Wohnung, jedes Apartment, jedes Gebäude, jedes Geschäft, einfach alles ist hier betretbar. Wir können überall rein, jede Wohnung durchsuchen, und uns einfach überall frei in dieser Spielwelt bewegen. Das ist schon mal das Erste, was mich so wahnsinnig fasziniert hat. Und eben auch diese ganzen Interaktionsmöglichkeiten, allein dieses Aufwachen in der Wohnung, dass man hier alles in Ruhe anschalten kann, wie das aufgebaut ist. So, wir brauchen noch unseren Wohnungsschlüssel. Wo liegt der rum? Und auch solche Kleinigkeiten, wie dass wir unseren Wohnungsschlüssel, oder nicht in der Küche, so wie es aussieht, dass wir den auch brauchen, um hier reinzukommen oder rauszukommen aus unserer Wohnung, weil die Tür halt gerade abgeschlossen ist. So, unser Wohnungsschlüssel liegt anscheinend hier oben im Schrank drin. Ach nee, da liegt er ja ganz klein hier oben drauf. So, okay, haben wir den. Alles klar, Licht aus. Und wir gehen los. Wie spät haben wir ihn eigentlich? Kurz nach eins, mitten in der Nacht. So, wir setzen schon mal gleich unsere Schnellwahltasten um. Das wird 1, 2, 3, 4. Das wird die 5, die 6, die 7 und die 8. So, Handschellen haben wir dabei. Münzen zum Werfen als Ableckung, steht ja dabei auch unten. Dann unsere Fäuste für den Nahkampf. Einfach unsere Uhr und einen Fingerabdruckscanner. Oder auch Fußabdrücke kann man damit nehmen. So, ihr Lieben, auf geht's. Ziehen wir los. Und auch die Musik ist einfach nur gut. Oder mal, war das der Schalter für hier? Ja, ne? Das war der fürs Wohnzimmerlicht. Obwohl hier vorne immer noch einen gehabt. Alles klar. Badezimmer haben wir Licht schon aus. Sehr schön. Aufschließen. Tür zu. Licht aus, Tür zu. Oh, wir müssen noch. Hier gibt es noch was. Wir sollen ja erstmal noch unseren Weg machen. Ich glaube, wir müssen noch mal rein in die Wohnung, damit das Tutorial vernünftig zurechtkommt, weil man das der Reihe nach machen muss, oder? Nee, haben wir schon geschafft. Öffne die Tür zum Apartment. Alles klar. Gehe zu 104 McCarthy Cascades. Sollte, wir sehen, man muss sich vorstellen, wirklich hier jede Wohnung in diesem Apartmentgebäude, in dem wir hier auch wohnen, überall kann man halt rein, sich frei bewegen. Es ist wirklich, jede Wohnung ist betretbar. Überall leben Leute, die alle ihren Tagesablauf haben. Und auch in dieser Stadt kann man sich, wie gesagt, vollständig frei bewegen. Die Möglichkeiten, die man hat, die Sachen, auf die man achten muss, wie die NPCs auf einen reagieren. Das ist einfach so stimmig und greifbar, Leute. So. Also gut, ziehen wir los. Und doch dieser Anfang hat mich, wie gesagt, beim ersten Mal so fasziniert in der Demo. Diesmal ist zu Hause, wacht auf, man kriegt einen Anruf, wird von der Tür weggelockt, kriegt einen Zettel unter der Tür durchgeschoben, soll eine Person ausfindig machen. Und dann zieht man los und guckt, was auf einen wartet. So, ihr Lieben, da sind wir erstmal auf unseren Straßen unterwegs. Und allzu weit scheint es nicht zu sein. Kleines Stück die Straße hier runter. Wir können auch wirklich mit wir können mit jedem sprechen, die Leute nach Sachen fragen und so. Wie gesagt, ich bin so unglaublich begeistert von diesem Spiel. Ich hoffe einfach, ich kann das einigermaßen gut rüberbringen und vermitteln. Und dass wir jetzt eben, dass wir durch das Tutorial auch einen vernünftigen Einstieg haben hier ins Spiel und in die Spielmechaniken. So, sie wohnt in der ersten Etage, dann brauchen wir den Aufzug nicht nehmen. Wir könnten auch gemütlich mit dem Aufzug fahren, aber da sie ja gleich hier oben wohnt, schauen wir mal. Wenn du in einen Raum einbrichst, solltest du nach Kameras ausschalten. Wenn du deswegen besorgt bist, kannst du sie auch über den an die Kamera angeschlossenen Sicherungskasten ausschalten. Folge den roten Drähten von Sicherheitssystemen, um die Sicherungskästen zu finden. Auch sie müssen geknackt werden. In Wohngebäuden lohnt es sich, unter der Fußmatte nach einem Schlüssel zu suchen. Sehr gut. Die meisten Räume verfügen über eine Art Belüftungssystem. Wenn du einen sicheren Eingang suchst, könnte das ein guter Weg hinein sein.
Wenn du es eilig hast oder dir keine andere Möglichkeit zur Verfügung steht, kannst du auch die Tür aufbrechen. Dies kann mehrere Versuche erfordern und ist sehr laut. Guck mal, allein das schon, wie viel. Das ist. Ne, Leute, das ist doch einfach so gut gemacht. Also. So, ich muss mal gucken, ist abgeschlossen? Ist abgeschlossen. Und dass wir auch klopfen können. Okay, es ist offensichtlich keiner zu Hause. Dann gehen wir doch gleich mal unserem Tutorial-Tipp nach. Oh, hier liegen gleich lieber mal zweimal die Wohnungsschlüssel. So, das heißt, wir müssen die Tür ja nicht auf. Ich höre aber was da drin. Hallo? Okay, wir gehen rein, Leute. Wenn du dich an einem Ort aufhältst, an dem du nicht sein solltest, erhältst du den Status unbefugtes Betreten. Wird der Status orange angezeigt, wirst du von befugten Bürgern aufgefordert, den Ort sofort zu verlassen. Ist er rot, greifen sie an. Genauso wie man beim Betreten vorsichtig sein sollte, ist es oft eine gute Idee, Wege zu identifizieren, die eine sichere Flucht ermöglichen. Halte Ausschau nach Luftschächten, in die du schnell flüchten kannst. Sowie nach Verstecken, wie etwa unter Betten. Das ist ja auch richtig gut. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Okay, ihr Lieben, also wir sind hier. Wo wir sein sollen. Es ist anscheinend keiner zu Hause. Der Fernseher läuft. Ich würde sagen, oh, es ist jemand zu Hause, aber dieser Person geht es anscheinend nicht mehr wirklich gut. Mach erstmal aus. Okay. Schau dich nach Luftschächten für einen möglichen schnellen Rückzug um. Identifiziere die Leiche, indem du nach einem Lichtbildausweis suchst. Versuche dich umzuschauen. Finde den Todeszeitpunkt heraus, indem du die Leiche analysierst. Okay, ihr Lieben. Also irgendwer hat uns in eine Wohnung gelockt, in der eine Leiche liegt. Oder wir sind einfach zu spät und jemand braucht unsere Hilfe. Eins von beiden. Okay, gucken wir erstmal. Wir untersuchen die Leiche. Unbekannte Bürgerin. So, wahrscheinlich ist sie das aber. Gehen wir mal davon aus. Wir wissen es noch nicht. Diese Falltafel sortieren wir dann später noch ein bisschen durch. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier finden. So, wir haben hier unsere unbekannte Person. Die Notiz kann erstmal an die Seite, die wir in der Wohnung hatten. Das ist die Adresse von ihr. Das kann erstmal nebeneinander. So, also wir haben die Adresse und wir haben hier eine unbekannte Bürgerin liegen. Nochmal untersuchen, mehr gibt's nicht. Dann analysieren wir. Eine Schusswunde aus kleinkalibriger Munition. 8 mm oder 9 x 32. Okay, sie ist erschossen worden, ganz offensichtlich. Mit einer kleinkalibrigen Waffe. Sie hat ein Werkzeug in der Tasche. Okay, sie hat einen Hammer dabei. Wollte sie sich vielleicht verteidigen? Kann sein. Anhand der Untersuchung der Leiche kann ich feststellen, dass der Todeszeitpunkt zwischen 23.30 Uhr und 0.45 Uhr am Dienstag liegt. Okay. Wie spät haben wir jetzt gehabt? Nicht viel später, ne? 1 Uhr, Viertel vor 2. Moment, nicht nochmal untersuchen. Haben wir alles schon gesehen? Ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich auf die Falltafel klicken. So, Viertel vor 1, also maximal vor 1 bis 2 Stunden. Okay, wir nehmen Fingerabdrücke. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir jetzt hier drauf gucken, als Information auch die Fingerabdrücke, Typ A. Alles klar. Okay, Leute, schauen wir uns vorsichtig um. Antibabypille. Ein Buch. So, jetzt geht's los. Das ist, wie gesagt, das ist. Ne, wir müssen selber auf alles achten. Jetzt hier selber die Beweise und Indizien zusammenführen, selber gucken und eben. So, was haben wir hier? Quittung für Steuerunterlagen. Ferret-Kantine, Gemstatter 5 um 23.49 Uhr. Aber von. Wir haben den 1.3., ne? Das heißt, es ist ein bisschen länger her. Ruf mich an, S. Okay. So, die Schusswunde packen wir mal hier drüben zur Todeszeit. Den Hammer lassen wir erstmal hier oben. Wir haben das, das ist ihre Adresse. In der Wohnung gefunden haben wir jetzt hier so eine Nachricht. Wobei wir nehmen die Verbindung erstmal weg. Das möchte ich später selber machen. Selber ziehen die ganzen Verbindungen in Ruhe, wenn wir uns das angucken, unsere Falltafel. Also gut, wir haben hier Ruf mich an, S. So, super, wird auch unterlegt. Das heißt, wir können uns das nochmal als Einzelbeweis ziehen.
nochmal einen unbekannten Bürger oder Bürgerin, das ist ja auch ein Übersetzungsfehler, das wird nicht, steht jetzt immer Bürgerin da. Und es sind auch so noch ein paar andere kleine Übersetzungsfehler auf jeden Fall drin, aber es passt soweit. So, also, eine Nachricht von jemandem, der mit dem Buchstaben S anfängt oder Nachnamen S. So, was haben wir hier noch? Eine kleine Notiz. Julia, ich weiß, dass ich das nicht aufschreiben soll, aber ich darf es nicht wieder vergessen. 7017, Zugangscode. Alles klar, was haben wir hier noch? Visitenkarte, Julia Riley, QS-Techniker, Purple Corporation. Damit haben wir ihren Arbeitgeber. Sehr schön. Was wir jetzt noch brauchen, wäre ein Ausweis, um zu wissen, ob die Tote hier wirklich Julia Riley ist. Ich sage immer Wright jetzt schon, Julia Riley ist, oder ob das wer anders ist. Was haben wir hier? Von Nada, AUMD. Okay, hier ist, wird sie erwähnt. 24-mal Beta-Blocker für die Behandlung von hohem Blutdruck. Einmal täglich Insulininjektion für die Behandlung von Diabetes nach Bedarf. Die Einnahme erfolgt nach Anweisung. Okay, ich weiß nicht, ob die Krankenakte jetzt so wichtig ist. Wir nehmen sie erstmal mit. Wir nehmen sie erstmal mit als allgemeine Informationen über sie. Arbeitsvertrag. Purple Corporation. Wir nehmen erstmal, würde ich sagen, das nehmen wir ruhig mit. Mietvertrag. Nehmen wir auch erstmal mit. Wir nehmen erstmal alles mit, würde ich sagen. Und Kontoauszüge. Nehmen wir auch mit. Wer weiß, was davon noch interessant wird. Okay. Oh, ich wollte mich nicht im Schrank verstecken. Alles klar, Leute, gucken wir uns weiter um. Da ist nichts drin. So, die Schublade haben wir nicht aufgemacht. Und den Safe auch nicht. Das heißt, irgendjemand war da schon dran. Wir machen hier erstmal wieder. Was liegt denn da? Ein Tagebuch unterm Bett. Montag 11 Uhr, das soll helfen, hat der Gruppenleiter gesagt. Ich weiß nicht, was ich aufschreiben soll, aber Lim sagte, dass es sich nach einer guten Idee anhört. Alles klingt nach einer guten Idee, wenn sie es sagt. Ich versuche weniger Starch zu konsumieren. Nicht so einfach. 7 Dosen heute, Starch-Cola. Donnerstag, 21.45 Uhr. Guter Tag heute. Bin mit Lim am Wasser spazieren gewesen. Wer ist Lim? Noch eine unbekannte Person, Leute. Bin mit Lim am Wasser spazieren gewesen. Ich habe sogar einen Vogel gesehen. Ich habe mich wie ein normaler Niemand an einem normalen Nachmittag gefühlt. Dosenstag, gleich 5. Morgen mache ich es noch besser. Freitag, 1 Uhr. Shahed? Unbekannte Person mit dem Namen S? Vielleicht Shahed. Okay, Leute, es wird interessant. Ich hätte wissen müssen, dass es nicht so einfach wird. Treffen morgen. Dosenstark gleich 10. Habe versucht, aus der Sache herauszukommen. Ich habe es gesagt, dass ich das nicht mehr machen will. Dass ich damit fertig bin. Aber Saad hat nur gelacht und gemeint, dass es das sei in meinem Blut, genau wie die Stark. Ich hoffe, Lim ist in Sicherheit. Ich hätte ihr nichts sagen sollen. Aber wir haben uns immer geschworen, dass es zwischen uns keine Geheimnisse gibt. Ich wünschte, ich hätte meine verdammte Klappe gehalten. Sie geht nicht ans Telefon. Ich würde zu gerne hingehen, aber Saad beobachtet mich. Möglicherweise. Das macht mich ganz krank. Ich habe keine Wahl. Ich muss es tun. Okay, Leute, das klingt alles sehr interessant. Ich glaube, die haben diesen Tutorial-File noch mal ein bisschen aufgepeppt seit der Demo. Finde ich super. Finde ich sehr, sehr... Was ist das da oben? Leute, ist das ein Einschussloch? Da, guckt mal. Einschussloch, kleines Kaliber. Okay. Jetzt zieht er doch schon wieder automatisch. Aber bitte, guck mal, da können wir nachher noch... Das können wir dann machen, wenn wir in Ruhe hier raus sind, würde ich sagen. Jetzt gucken wir uns mal um. Noch eine Nachricht. Nee, das ist, glaube ich, nur eine einfache Werbung. Den, würde ich sagen, ignorieren wir den Zettel. Alles klar. So, der Safe ist geöffnet. Ist nicht mehr viel drin. Was haben wir hier oben noch? Zahnseide. Medikamente. Da liegt noch was rum. Vergiss nicht, wer dir was schuldet. Alles klar. Wie gesagt, wir sortieren später, Leute. Ein Codeknacker.
Nichts. Und die Schublade haben wir auch nicht aufgemacht. So. Noch ein Einschussloch hier oben. Ach nee, doch, ich dachte gerade, das ist da, da wird eine Kamera angezeigt. So, wo geht's hier rein? Das ist die Wohnungstür gewesen. Alles klar. Haben wir hier eigentlich einen Lüftungsschacht in der Wohnung da oben? An den kommen wir aber nicht ran, ne? Das ist ein mittelschweres Problem, würde ich sagen. Wenn wir hier keinen Lüftungsschacht haben, kommen wir aus der Bude nicht wieder raus. Können wir uns nur in der Wohnung verstecken, wenn wir Glück haben. So, okay, wir sind in der Küche. Gucken wir hier durch. Arbeitsplan. 9 bis 17 Uhr, Montag bis Freitag. Nehmen wir auch mit. Da, endlich ein Ausweis. Sehr schön. Jetzt wissen wir sicher, dass sie das ist. Ja. Können wir den eigentlich auch wieder wegnehmen, Arbeits-ID. Wir wissen jetzt... Oh. Jeder Bürger der Stadt hat einen einzigartigen Fingerabdruck. Du kannst sie mit dem Fingerabdruckscanner in deinem Inventar scannen. Greife mit X auf ihn zu. Richte den Scanner auf die Stelle, die du scannen möchtest. Auf fast allen Oberflächen können sich Fingerabdrücke befinden. Unbekannte Fingerabdrücke werden in Sets abgelegt. Set A ist das erste, das du findest. Alle übereinstimmenden Abdrücke werden ebenfalls dementsprechend in Set zugeordnet. Wenn du beispielsweise Set A in einem Apartment und anschließend in einer Bar findest, kannst du beweisen, dass sich ein Bürger zu einem bestimmten Zeitpunkt an beiden Orten aufgehalten hat. Mit Right-Mouse-Button kannst du Fingerabdrücke inspizieren, nachdem du sie gefunden hast, um sie an deine Falltafel zu heften. Fingerabdrücke können mit der Zeit verschwinden. So, Leute, sehr cool. Jetzt wissen wir sicher, wen wir hier liegen haben. Nochmal ein Wohnungsschlüssel. Oh, bisschen Geld. Naja, wir müssen als freischaffender Privatdetektiv auch von irgendwas leben. Der Einkaufsliste, die sollte uns nicht interessieren. Noch eine Arbeits-ID, ihr Portemonnaie. Aber das brauchen wir alles nicht. Wir wissen jetzt schon sicher, dass sie das ist. Das heißt, da haben wir alles. Was haben wir hier noch? Code für den Safe 7017, wissen wir schon. Aber der Safe ist auch offen. Was haben wir hier noch? Noch eine Notiz. Heute Abend, du brauchst eine Waffe. Gehe zu Crimson Hardware Company. Klopf an. Dann nenn das Passwort Falcon. S. Okay. Ich hätte gedacht, dass wenn S dieser Shahed ist, hätte ich gedacht, dass der... nicht der ist, der ihr vielleicht bei irgendwas helfen will. Auch wenn man den Tagebucheintrag nimmt. Haben wir das Tagebuch eigentlich mit? Nee, das habe ich nicht mit auf die Tafel gepackt. Das müssen wir unbedingt noch mit auf die Tafel packen. Dass wir da immer wieder nachlesen können, was sie da reingeschrieben hat. Das muss unbedingt... Doch, es ist mit drauf. Ach, das habe ich auch nicht gesehen. Alles klar, Tagebuch ist mit drauf. Okay, Leute. Also jetzt haben wir da oben ja noch ein paar... Tipps, wir sollen noch den Anrufer überprüfen, der zuletzt hier angerufen hat. Dafür haben wir eine spezielle Nummer, die wir wählen können. Dann sehen wir, wer hier zuletzt angerufen hat. Und wir sollen natürlich nach Fingerabdrücken scannen am Tatort. Wir haben ein Einschussloch in der Wand. Das da oben ist, glaube ich, einfach nur ein bisschen Dreck, so wie da oben auch, würde ich sagen. Das heißt, wir haben ein Einschussloch in der Wand. Patronenhülse haben wir jetzt hier keine, die hier irgendwo rumliegt, ne? Nee. Oh, Abfalleimer, auch immer interessant zu durchsuchen. Stimmt, sollte man auch immer reingucken. In diesem Fall ist nichts drin. So, den Schreibtisch hatten wir durchsucht. Da liegt noch eine Sicherheitsnadel, die nehmen wir mit. Oder eine Haarklammer, ist egal, die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, an der Schublade und am Safe war auf jeden Fall jemand dran. Wir nehmen unseren Scanner und gucken mal. Das sind die Abdrücke der Besitzerin. Und das ist ein unbekannter Fingerabdruck. Den wir jetzt hier gefunden haben. In der Wohnung am Safe. Ja. Und wahrscheinlich auch an dieser Schublade. Und wahrscheinlich auch an dieser Schublade. Nee. Ah. Da ist irgendwo noch einer am Griff. Oder nee, an der Innenseite ist noch einer. Ja, okay. Hat der Täter auf jeden Fall auch aufgemacht. Oder die Täterin. Wissen wir ja noch nicht. So, dann gehen wir in die nächste Schublade. Leute, ich finde das, wie gesagt, ich bin so unglaublich begeistert. Von diesem Spielprinzip. So, auch nochmal Fingerabdruck B. Also war er auch da in der Schublade. So, Leute, wir gucken mal durchs Adressbuch, denn wir haben ja zwei Namen. Lim. So, pass mal auf.
Das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen Abstand nehmen. Hier müssen wir ein paar Sachen zumindest mal raussortieren. Schon mal Lim wohnt hier und hat folgende Telefonnummer. So, machen wir mal so nebeneinander. Alles klar. So. Das Adressbuch packen wir uns auch mal hier oben mit hin. Oder da, ist egal. Alles klar, Leute. Lass uns mal kurz hier dann schon mal anfangen, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Das heißt, wir haben hier diese Person. Die kriegt ihre eigene Farbe. So. Das ist Person, unbekannte Person 1. Lim. Dann haben wir Saed, den wir hoffentlich auch im Adressbuch finden. Der kriegt mal gelb. So. Adressbuch. Und wir müssen natürlich gucken, ob wir hier noch eine zweite Person mit S finden vielleicht, die einen Namen S hat. Dann könnte es jemand anders sein noch. So, hier haben wir Saed. Wohnt in der... in Hanson Heights. Jensen Heights. Und das ist die Telefonnummer. Alles klar. So. Wir blättern weiter durch. Guck mal, hier ist noch jemand mit dem Namen... noch jemand den Namen S. Müssen wir mit rausnehmen. Noch eine Person. Adresse. Und Telefonnummer. So, noch eine Person. Simon gibt's auch noch. Okay, Leute. Oder ein Simon, wie auch immer. Müssen wir auch mit rausnehmen, weil wir irgendeine Person, die mit dem Kürzel S unterschrieben hat, dabei haben. So. Alles klar, Adressbuch zu. Das heißt, du hast diese Farbe, Saed. Dann haben wir den guten Mann hier. Oder Frau, je nachdem. Zack, zack. Und noch eine weitere Person. Machen wir hier oben drüber. Simon. So, Adressen und Telefonnummern immer passend dazu. Und kriegst auch noch, also grün ist schon weg. Dann kriegst du noch hier so. Und dann gehen uns die Farben langsam aus. Alles klar, Leute. Das heißt, die haben wir mit Adressen und Telefonnummern. Wie gesagt, den Rest, den sortieren wir gleich. Und die Verbindungen nehme ich auch schon mal wieder weg. Wir ziehen dann gleich selber welche. Das für einen Überblick. Und sortieren das auch durch. So. Alles klar. Das ist erstmal alles weg hier. Mit Rechtsklick kann man, und dann kann man die verbergen. Oder beziehungsweise sind sie einfach gelöscht. Und man kann später eigene wieder ziehen. So, das auch noch weg. Alles klar. Okay, Leute, haben wir das. Jetzt würde ich sagen, wir nehmen unsere Telefonnummer und gucken nach, wer hier zuletzt angerufen hat. Weil dann haben wir ja hier ein paar Nummern von ein paar Leuten. Dann wissen wir zumindest eventuell, ob einer von diesen hier schon der letzte Anrufer war. Ne? 541, 4 mal die 0. Letzter Anrufer war die Nummer. Das ist die Nummer von Saed. Oder Shahed. Alles klar. Das ist seine Nummer. Jetzt habe ich die Uhrzeit nicht mit draufgenommen. Das müssen wir nochmal machen. Ich habe die Uhrzeit nicht mit angepinnt. Ah, 541. 4 mal die 0. 23.18 Uhr. So. Die Verbindung lassen wir schon mal gleich bestehen. Das ist eine gute Verbindung. Er hat angerufen... in der Wohnung von ihr. Heute Abend noch. Leute. Das ist die Verbindung, lassen wir kurz schon mal stehen. Das wird auch noch, ziehen wir auch noch alles vernünftig auf, aber jetzt erstmal so. Alles klar, so auflegen. Das Adressverzeichnis haben wir, ne? Was sollen wir jetzt noch, den Müll durchsuchen? Und vorher brauchen wir ein Versteck, Leute, wenn wir nicht an den Lüftungsschacht rankommen. Müssen wir gucken. Moment, wir kommen ran. Können wir den Hocker hier? Ja, alles klar. Warte mal. Ja, nee, du sollst nicht... Stell ihn hier mal hin, einigermaßen. Nee, jetzt habe ich ihn schon umgeschmissen. Reicht nicht, wir brauchen noch irgendwas. Damit wir da oben rankommen, Leute. Wir müssen also jetzt hier einmal rumräumen. Weil sonst habe ich keinen Lüftungsschacht. Achso, das war die Wohnungstür. Sonst habe ich keinen Lüftungsschacht in der Wohnung gesehen. Ne? Hier hinten ist keiner. Sonst könnten wir uns so im Schrank verstecken. Nee, da ist auch nichts. Okay, Leute, dann
Hat die doch, ah ja, die hat noch einen Stuhl. Super, dann nehmen wir den mit. Der ist höher. Ich hoffe, das funktioniert. Solche Sachen finde ich übrigens auch gerade sehr cool. Ach so, übrigens, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir an so einem Tatort hier Spuren hinterlassen. Das funktioniert nicht. Also wir können hier keine Spuren hinterlassen, ne? Dass wir jetzt irgendwie mit dem Mord in Verbindung was. So extrem realistisch ist es auch nicht. Wir können uns hier schon frei umgucken. Wir haben mit Sicherheit auch Handschuhe an und auch so. Also, jetzt können wir also gucken, dass wir den Lüftungsschacht da oben aufkriegen. Wenn wir auf dem Stuhl stehen. Ja, alles klar. So kommen wir hier raus, Leute. Dann gucken wir noch durch den Müll. Dann haben wir hoffentlich nichts übersehen. Also, wir suchen. Quittung. Gary Steiner. Von heute Abend. Sie war heute Abend in Gary Steiner noch. Alles klar. Nicht gesehen zu werden. List und Kampf, ja. Okay, wir kriegen gerade einen Tipp. Also kriegen wir jetzt auch, glaube ich, der Punkt in der Mitte des Bildschirms zeigt an, wie versteckt du bist. Ein hohler Kreis bedeutet, dass du völlig verdeckt bist und andere dich nicht bemerken werden, wenn du sehr nahe kommst. Ein ausgefüllter Kreis bedeutet, dass du vollständig sichtbar bist. Alles klar? Wissen wir Bescheid? Die Farbe des Auges zeigt an, ob jemand oder etwas dich sehen kann. Wird es rot, hat ein Bürger oder eine Sicherheitskamera dich entdeckt. Jetzt solltest du also verschwinden. Wenn alles schief läuft, kannst du zum Kampf übergehen. Wähle dazu deine Fäuste über das Inventarmenü aus. X. Du kannst wählen, ob du schlagen oder blocken willst. Wenn du zum richtigen Zeitpunkt blockst, führst du automatisch eine Gegenbewegung aus, die den anderen Bürger außer Gefecht setzt. Oh, man kann auch kontern. Aber Vorsicht, Gewalt kann schnell eskalieren. So, der stille Alarm wurde ausgelöst. Das bedeutet, dass die Enforcer gleich hier sein werden. Oh. Und ich glaube, das ist unser Zeichen, dass wir gleich weg sein werden. Ich glaube, da ist schon einer in der Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie er so schnell hier reingekommen ist. Durchs Fenster vielleicht. Auf jeden Fall sind wir raus. Gerade rechtzeitig. Alles klar, Lieben. Jetzt müssen wir nur noch heile aus dem Gebäude rausschaffen. Oh, ist das vielleicht schon ein Lüftungsschacht, der zurück ins Treppenhaus führt? Das wäre mal ein richtiger Glücksfall. Das sieht nach Treppenhaus aus. Oder zumindest nach dem. Also, wir sind in. Ja, wir sind im Eingangsbereich unten. Ha, super. Wir sind raus. Einmal raus vor die Tür, Leute. Okay. Damit haben wir das geschafft. Jetzt müssen wir zum Rathaus erstmal, denn wenn man so einen Fall bearbeiten will, muss man sich im Rathaus als Privatermittler immer so ein Formular abholen. Und mit dem kann man den Fall dann auch lösen. Also, oder den, das braucht man, um den Fall überhaupt lösen zu können, um ihn zur Lösung einreichen zu dürfen. So. Guten Tag, ich bin's mal wieder. Hallo. Ich hole mir nur wieder üblichen Formular ab, wie immer. Dankeschön. Das war's schon. So, Leute. Und jetzt gucken wir, hier vorne sieht schon gut aus, dass wir uns ein gemütliches Diner suchen. Oh, nee, das war der falsche Knopf. Ich wollte nicht die Fäuste hochnehmen. Kurz nach drei. Ah, es ist auch ein bisschen kühl schon wieder. Diesem frühen Morgen, dass wir uns ein schönes Diner suchen und uns erstmal einen Überblick verschaffen über das, was wir jetzt haben. So, das hat 24 Stunden offen, dann gehen wir mal rein. Ach, herrlich. So, Leute. Zack. Guten Tag. So, und in diesen Dinern kann man übrigens auch noch alle möglichen freien Aufträge annehmen. In allen Restaurants, Bars, in so einem Diner sind immer an den Telefonzellen oder auch im Rathaus zum Beispiel an den Telefonen. Kann man immer hier halt so verschiedene Aufträge noch annehmen, die eben keine Mordermittlungen sind. So, und das, den wir jetzt haben, wie gesagt, ist auch unser Einstiegsfall, das ist ja ein Einzelmordfall. So, ihr Lieben. Dann machen wir uns mal gemütlich. Und auch das hier, diese ganze. Man kann auch Zeitung lesen, übrigens, da kriegt man auch nochmal Informationen über manche Mordfälle. Wollen wir das gleich mal machen? Machen wir. So, dann setzen wir uns mal hier hin. Ah, herrlich. Und gönnen uns erstmal ein Käffchen zum Aufwärmen. Und auch das finde ich, sowas finde ich, solche Sachen sind so fantastisch, Leute, weil das unglaublich zur Immersion beiträgt. Ne, dass man sowas machen kann, dass man hier hingeht, dass man sich wirklich auch noch hinsetzen kann, dass man sich einen Kaffee nimmt, dass er den auch wirklich trinkt. Dass wir jetzt einen leeren Kaffeebecher haben, den wir wirklich wegschmeißen müssen. Und den ich hier, wenn ich den hier auf den Boden schmeiße, dass ich dafür Ärger kriege von den NPCs, dass dann einer kommt hier und dass das Personal den dann zum Beispiel auch aufhebt und all so eine Sachen. Wie gesagt, ich bin so fasziniert von dieser Welt. Wie greifbar und glaubhaft die ist, trotz Pixelart-Grafik, ist das hier eine 100-mal glaubhaftere, auch wenn deutlich kleinere Stadt, aber eine 100-mal glaubhaftere Stadt zum Beispiel als Cyberpunk's Night City, was eine wunderschöne Grafik hat, aber eine leere Kulisse ist.
ohne Interaktionsmöglichkeiten, ohne echte, glaubhafte Welt und ohne die Möglichkeit, im Ansatz auch nur irgendwelche Gebäude zu betreten oder irgendwas zu machen. So, wir schmeißen unseren Kaffee weg. Ach, herrlich. Dann setzen wir uns wieder hin in unser Lieblingsdiner. Dann gucken wir mal in die Zeitung, ihr Lieben. Ein Mörder unter uns. So, Old Bourbon District. Die Enforcer wurden aufgrund des Fundes eines 26-jährigen... Julia Riley ist doch eine... nach 104 McCarthy Cascades gerufen. Aber das war der Fall. Okay, das ist vielleicht nicht ganz übersetzt. Die Enforcer stufen den Todesfall als Mord ein. Pressevertreter durften den Tatort nicht betreten. Aber Okello Touré zufolge der Person, die die Leiche entdeckt hatte... okay, eigentlich haben wir die Leiche, aber gut, wer weiß, was die hier schreiben. Wurde das Opfer gewaltsam mit einer Pistole oder Revolver erschossen? Jemand aus der Nachbarschaft, Mrs. E. Morkos? Das ist schwer zu lesen, ich glaube Morkos. Mrs. E. Morkos hat ausgesagt, ich weiß nicht, was aus dieser Stadt geworden ist. Jeder Tag beschert uns einen weiteren Mord. Mhm. Schade, ich dachte, ihr hättet was gesehen. Na gut, dann... Oh, ist das dunkel hier, Leute? Habt ihr das... macht das deiner zu? Habt ihr keine 24 Stunden? Auch ich mach mal unsere Tischlampe an. Entschuldigung. Hallo? Also ich hab mich nicht beschwert. Das ist, glaube ich, die Köchin, würde ich sagen. Ich hab mich nicht beschwert. Ich hab nur einen Kaffee getrunken, der war gut. Der war gut. Ich hab sonst nichts gesagt. Sie machen mich ein bisschen nervös, wenn sie sich einfach hier so zu mir setzen, muss ich mal sagen. Aber okay. So, na gut, ihr Lieben, packen wir... Huch. Das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich mir noch neben sie gesetzt. Entschuldigung, das finde ich ein bisschen unheimlich. Ich setze mich mal eine Bank weiter. Also, ihr Lieben, gucken wir unsere Falltafel durch und fangen wir ein bisschen an. So, wir haben ja hier Platz nach oben. Wir haben also unser Opfer, Julia Riley, wohnhaft hier. Nehmen wir das ihr Arbeitsplatz so rum. Jetzt bringen wir nichts durcheinander. Das ist ihre Adresse natürlich gewesen. So, jetzt nehmen wir doch erstmal die Verbindung nochmal weg. Wir wissen ja, dass er da angerufen hat, um... So, also, Julia Riley haben wir. Jetzt packen wir erstmal die Informationen, die zu ihr gehören. Adresse, Arbeits... Also Adresse, Arbeitsplatz. Dann natürlich Todeszeitpunkt und... Womit, ne? Das war das alles so ein bisschen hier um sie rum sortieren. Und dann ziehen wir ruhig Verbindungen. So, jetzt also. Das ist ihr... Halt, so rum geht's. Einmal hier drauf. Verbindung. So. Namen geben wir nicht. Wir sehen ja, was es ist. Adresse. Arbeitsplatz. Hier drüben. Todeszeitpunkt und wodurch. Das verbinden wir dann von hier aus weiter. So. Erschossen zwischen 23.30 Uhr und 0.45 Uhr in ihrer Wohnung. So, nahe der Leiche lag dieser Hammer. Keine Ahnung warum, vielleicht hat sie noch versucht sich zu verteidigen. Wir packen ihn einfach mal dahin, der hat da gelegen. So, dann haben wir von ihr außerdem noch den Arbeitsvertrag... Ihre ärztlichen Unterlagen, die müssen wir jetzt nicht unbedingt verbinden, die schieben wir nur da hoch, ne? Ihre ärztlichen Unterlagen. Wir haben ihr Tagebuch. Wir haben ihr Adressbuch. Das war die erste Anfangsnotiz, die können wir sogar mal ganz wegnehmen. So, dann... haben wir hier eine Quittung vom... vom Mordabend, noch vor der Dings. Das heißt, wir haben hier Gary Steiner. So. Quittung von Gary Steiner. Sie war noch am Mordabend. Verbinden wir auch mal hier rüber. So. Am Mordabend war sie noch bei Gary Steiner. Nicht allzu lange bevor es eventuell passiert ist, war sie noch da. Also ist ein Anhaltspunkt, ne? Ist ein Anhaltspunkt. Dass man da vorbeischaut und vielleicht mal fragt. Jetzt so als Gedanke. Das, wie gesagt, sind alles nur Anhaltspunkte. Wir haben jetzt nur hier unsere Anhaltspunkte. So, Kontoauszüge.
Am besten sortieren wir es hier oben mal so ein bisschen wieder untereinander, was von ihr so persönliche Sachen sind, wie eben Tagebuch, Adressbuch, Arbeitsvertrag, ärztliche Dokumente, Kontoauszüge. Ach, Arbeitsplan, das ist der Arbeitsplan, Arbeitsvertrag, das haben wir auch. Dann diese sehr interessante Notiz. Die kommt mal hier hin. Die kommt mal dahin, über zu den ganzen Personen hier. Wobei diese, die sortieren wir alle mal ein bisschen nach unten. Die haben ja ihren Farbcode hier. Und wir konzentrieren uns erstmal auf den, der angerufen hat. Der kommt hier hoch. Sehr schön. So, Leute. Ich finde das, wie gesagt, ich finde das so, so gut. Jetzt hier, dass man selber so dann gucken muss, wie passt es zusammen und was man macht. So, der hat also noch angerufen. Und wir haben hier so eine Notiz. Auch wieder S. Kommt zu Crimson Hardware Company. Nenn das Passwort Falcon. So, und weil das irgendwie in Verbindung mit dem hier steht, packen wir das mal hier drüben dazu, so ein bisschen. Nur in seine Nähe. Die Farbe muss jetzt noch nicht geändert werden. Das machen wir dann, wenn wir wirklich sicher sind. So, dann haben wir noch von ihr privat den Mietvertrag. Und das lassen wir hier unten, weil das ist ja der unbekannte Bürger, der wahrscheinlich einer von den ganzen Leuten mit dem S ist, den wir suchen. So, und dann haben wir noch das Einschussloch in der Wand. In der Wohnung hier oben. Dann haben wir irgendeine Drohung, die wir auch mal hier in Richtung der unbekannten Person sortieren, die es noch zu identifizieren gibt. Das ist einfach nur ihr Zugangscode, kommt an die Seite. Da haben wir nochmal eine Nachricht, die ist aber schon älter her. Es geht einfach nur um die Person S nochmal. Das heißt, das packen wir auch hier drüben rüber zu unserer unbekannten Person S. Und den Fingerabdruck packen wir eben hier rüber zu unserer unbekannten Person S. Die vermutlich Scharheit ist, wissen wir nicht. Wissen wir noch nicht, können wir aber vielleicht rausfinden. So, ihr Lieben, das heißt, wir haben das. So, wir haben jetzt Möglichkeiten. Wir wissen, dass er sie zuletzt angerufen hat. Noch an dem Abend. Heute Abend. Vor dem Mord. Und entscheidend ist, dass wir in der Wohnung einen Fingerabdruck gefunden haben. Unbekannten. Wir haben von all diesen Personen mit dem Namen S und von, ach so, ja, und Lim haben wir ja auch noch. Aber den schließe ich mal aus. Oder sie. Würde ich sagen. Weil das scheint, die scheint zusammen gewesen zu sein. So wie es angehört hat vom Tagebucheintrag. Deswegen ist diese Person erstmal ausgeschlossen, würde ich sagen, als Täter. Aber alles, was mit dem Namen S hier ist, wobei ich einen ersten Verdacht auf Scheid hätte jetzt. Weil der hat sie ja laut ihrem Tagebuch ja auch irgendwie bedroht. Und wollte sie wohl nicht, da wollte wohl, dass sie nicht von Starch Cola loskommt. Alles klar, Leute. Das heißt, wir gucken. Wir könnten entweder hier vorbeifahren und uns ein bisschen umhören. Oder wir fahren, schauen direkt hier vorbei. Und das machen wir auch, Leute. Wir gehen jetzt zur Wohnungstür von Shahed. Und scannen an seiner Wohnungstür nach Fingerabdrücken. Und wenn wir da einen Fingerabdruck B finden, dann wissen wir eigentlich schon sicher, absolut sicher, dass er in der Wohnung war. Er oder sie. Schade, hört sich für mich aber nach, eher nach einer männlichen Person an. Dass, also wie auch immer, dass der Täter auf jeden Fall dann, oder die Person auf jeden Fall dann in der Wohnung war. Jensen Heights. Wie spät haben wir? 20 vor 4. Siebter Stock. Wir sind schon wieder die ganze Nacht unterwegs. Da laufen wir nicht mehr in den siebten Stock. Da fahren wir hoch. Alles klar, dann gucken wir jetzt hier nach Fingerabdrücken an der Tür. Kann auch sein, dass wir noch mehr Fingerabdrücke jetzt finden, weil ja nicht jeder alleine wohnt. Oh. Oh, da ist gerade jemand nach Haus gekommen. Das ist die richtige Adresse. 702. 702 Jensen. Wir scannen erstmal die Tür. Fingerabdruck Typ B, Leute. So. Das heißt, jetzt können wir eine Verbindungslinie ziehen. Eine neue, interessante Verbindungslinie ziehen. Das heißt, wir haben diese Fingerabdrücke am
Tatort. So, das heißt also rüber zur Wohnung, nicht zur Leiche. Wir haben die Fingerabdrücke am Tatort. Und dieselben Fingerabdrücke hier, kommen wir in Gelb, haben wir an der Wohnungstür von ihm. So. Pack mal deine Telefonnummer hier oben drüber, dass es besser aussieht. So. Und wie gesagt, das ziehen wir auch nochmal rüber jetzt in Verbindung, weil er hat sie ja angerufen. Kurz vor dem Mord. So, wir haben also schon mal zwei Verbindungen zu ihm, plus die Verbindung aus dem Tagebuch. Alles klar. Naja, wie spät ist es? Wenn wir jetzt klopfen, ist er mit Sicherheit nicht gut drauf. Wir wollen ja doch jemanden haben, der zumindest erstmal gut gelaunt die Tür aufmacht. Aber das spricht schon sehr dafür, Leute. Die Fingerabdrücke an der Schublade, die Fingerabdrücke am Safe. Laut Tagebucheintrag Streit, bedroht sogar. Sie ist ja mehr oder weniger, würde ich sagen, schon bedroht worden. Hat sie, nö, es kam schon drüber. Du kommst hier eh nicht raus. Es ist in deinem Blut wie ein Starch Cola. Die Frage ist jetzt, warten wir noch einen Moment und klopfen erst gegen 7 Uhr. Vielleicht. Das ist vielleicht eine bessere Idee. Komm, lass uns nochmal runterfahren ins Erdgeschoss. Vielleicht haben wir ja im Eingangsbereich hier eine Sitzmöglichkeit, weil dann kann man Zeit verstreichen lassen. Ansonsten, naja, das Wetter ist wahrscheinlich nicht so schön. Könnten wir uns raus auf eine Bank setzen, aber da fangen wir wahrscheinlich extrem an zu frieren. Aber zur Not machen wir auch das. Ja. Hier steht leider nichts rum, wo wir uns mal eben kurz hinsetzen können. Oder hat hier vielleicht in der Nähe was offen? Hier ist so ein, aber die jetzt schon zu, die Bar. Guck mal, nun vorne, kleine Schicke runter, ist ja noch ein Diner. Dann setzen wir uns hier kurz rein. Und warten mal auf 7 Uhr morgens und dann schauen wir nochmal vorbei. So, guten Tag, beziehungsweise guten Morgen. Setzen wir uns mal, ach, da kann ich mich nicht hinsetzen, warum nicht? Dann setze ich mich hier hin. Sah auch ein bisschen dreckig aus, der Sitz. Gut, ihr Lieben, lassen wir ein wenig Zeit verstreichen. Wir können einmal hier Stunden verstreichen lassen und Minuten auch. Aber bis kurz nach 7 reicht ja erstmal. Was ich auch sehr cool finde, dass dann einfach so ein Zeitraffer-Modus startet, wo man aber trotzdem noch sieht, dass die Leute hier rumlaufen, dass die was machen. Und nebenbei können wir ein bisschen auf die Uhr gucken. Noch sind wir ein bisschen ausgeruht. Wahrscheinlich werden wir gleich noch hungrig und durstig, kann sein. Weil man muss essen, man muss trinken, man muss auch zwischendurch schlafen oder sich eben mit Kaffee auf jeden Fall wach halten. Wie gesagt, ich bin total gepackt, begeistert, fasziniert von diesem Spiel, von dieser Spielwelt, von dem, wie es aufgebaut ist. Die Mechaniken, die Möglichkeiten, die Interaktion, einfach alles, Leute. Ich hoffe sehr, dass ich euch das schon mal jetzt mit dieser ersten Folge ziemlich gut rüberbringen konnte. So ihr Lieben, dann gucken wir mal nach und sprechen zumindest mal mit unserem Hauptverdächtigen. Moment, ein Stück nur hier, bin ich jetzt dran vorbei. Ach ne, Moment, die Richtung runter sind wir. Ach, die Richtung runter. Ich bin in die falsche Richtung abgebogen. Hier müssen wir lang. Dann versuchen wir zumindest mal einfach mal mit dem zu sprechen und mal ein paar Fragen zu stellen, auch zum Opfer. Mal gucken, was er sagt. So, 7. Stock. Und dann würde ich sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, müssen wir aber auch langsam dann nach dem Gespräch mit unserem Hauptverdächtigen, nach unserem ersten Gespräch, nach einem ersten Vorfühlen. Wir sind ja kein Polizist, wir haben keine Uniform, wir sind ein Privatermittler. Also erstmal steht nur irgendjemand vor seiner Tür, der ihn was fragt. Oder sie. Mal sehen, ob überhaupt jemand zu Hause ist jetzt noch. Ja. Und das finde ich auch so cool, Leute. Diese ganzen Sachen, man klopft, jetzt kommt wirklich dann, ne? Das ist einfach gut gemacht. Einfach gut gemacht. Und ich sag mal, wahrscheinlich, also die Tatsache, dass man wirklich hier alle Häuser betreten kann, jede Wohnung, jedes, das ist wahrscheinlich auch wirklich nur umsetzbar, weil das ein Pixel-Art-Game ist. Oh! Du siehst eigentlich nicht aus wie die Person, die ich suche. Also wohnt er oder sie nicht alleine. Oder es ist doch eine Frau auch. Wir fragen einfach nach dem Namen. Guten Tag, wie heißen Sie? Es geht dich nichts an. Und wenn wir dir 50 Credits in die Hand drücken, einfach nur mal so. Trinity Freeman. Okay. Fragen wir dich trotzdem mal. Ich habe noch gar nicht gesagt, wen kennen Sie diese? Okay, die ist sehr wenig kooperativ.
Und wir sagen einfach mal auf Wiedersehen, weil das nicht die Person ist, die wir suchen. Man sieht sich. Alles klar. Okay. Shahed wohnt nicht alleine, sondern er hat eine Freundin oder eine Frau. Und die sahen auch aus, wenn sie noch nicht mal wirklich aufgestanden waren. Die Wohnung war dunkel und auch so von der Garderobe her. Das macht es nicht einfacher, dass da jetzt zwei Leute wohnen. Aber gut. Ich würde sagen, wir warten noch mal ein bisschen. Noch mal im Diner, vielleicht noch ein Stündchen länger oder auch zwei. Und kommen noch mal wieder und klopfen noch mal an die Tür. Mal sehen, wer dann aufmacht. Oder vielleicht warten wir sogar bis 10. Mal gucken, wer dann aufmacht. Ob sie dann immer noch beide zu Hause sind oder ob sie vielleicht beide wechseln, weil die Leute haben hier, also wie gesagt, die ganzen NPCs haben ja alle ihre Tagesabläufe und es gibt halt welche, die tagsüber arbeiten, es gibt auch welche, die halt nachts arbeiten, wie eben in diesen Dinern, die halt ja 24 Stunden offen haben oder auch in einigen von diesen anderen Geschäften, die halt offen haben, den ganzen Tag. Da hat man halt auch Leute, die dann eben den halben Tag zu Hause oder einen halben Tag im Bett liegen, weil sie halt weil sie nachts arbeiten, dann doch einen halben Tag zu Hause sind so ein bisschen und dann sind sie nachts nicht in der Wohnung. Das wissen wir ja noch nicht. Okay, Lieben. Das heißt, wir gehen nochmal zurück ins Diner, setzen uns hin und kommen dann da auch zum Ende dieser Folge. Guten Tag. Wir kommen zum Ende dieser ersten Folge. Also, wir wurden von wem auch immer angeheuert, diese Julia Riley zu finden. Haben sie gefunden. Leider zu spät. Sie war bereits tot, ja, ermordet halt. Und wir haben einen Verdächtigen, der bis jetzt schon ganz gut passt. Auf jeden Fall waren schon mal die Fingerabdrücke am Tatort. Eigentlich ist das schon ein ziemlicher Beweis. Aber wir wollen trotzdem auf Nummer sicher gehen, dass wir den ersten Fall, den wir hier haben, unseren ersten kleinen Einzel-Tutorial-Mordfall auch vernünftig abschließen. So, ihr Lieben, das heißt, wir machen ein kleines Päuschen. In der nächsten Folge geht es dann genau hier weiter im Diner. Dass wir dann von hier aus nochmal gucken, ob um 10 Uhr noch einer zu Hause ist und wer zu Hause ist. Und wenn keiner zu Hause ist, gucken wir auf jeden Fall rein in die Wohnung. Und wenn nicht, versuchen wir am besten ins Gespräch zu kommen mit unserem Hauptverdächtigen. So, Lieben, wie immer bei neuen Projekten und ersten Folgen sage ich ganz, ganz besonders vielen Dank fürs dabei gewesen sein, auch weil es so eine lange Folge war. Also auch erstmal vielen, vielen Dank für alle, die jetzt die ganze Folge mit durchgehalten haben. Ich hoffe sehr, dass das Spiel was für euch ist, dass ihr Lust habt, dass wir das zusammen spielen, weil ich da so, so Bock drauf habe, einfach das mit euch zu zocken. Und ich hoffe sehr, dass das einigermaßen gut rüberkam jetzt hier, was diese Spielwelt ausmacht, wie das funktioniert mit diesen, was mich eben so begeistert hier mit diesen Ermittlungsarbeiten, mit der Vorgehensweise, dass man eben wirklich alles selbst finden muss, dass man selber gucken muss, welche Beweise hat man, was passt zusammen, welche Indizien hat man irgendwie, die zum Täter dann führen. Und wie gesagt, ich bin einfach unglaublich, unglaublich begeistert. Und eben auch diese Spielwelt, Leute, trotz Pixelart-Grafik finde ich sie unglaublich stimmig und atmosphärisch. Ja, Lieben, ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen gut vermitteln. Ich hoffe, dass ich auch einige von euch von dem Spiel so begeistern kann, wie ich eben davon begeistert bin. Und freue mich halt riesig, riesig über eure Meinung, euer Feedback, eure Kommentare dazu. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge Shadows of Doubt.